Herzlich willkommen, Freunde der guten Unterhaltung, heute zu einem weiteren Gameplay-Commentary. Und im Hintergrund seht ihr kein Halo 4 Gameplay und kein Halo Reach Gameplay, auch kein Halo 3 Gameplay und sogar kein Halo 2 Gameplay, sondern ein krasses Halo 1 Gameplay, Splitscreen. Ja, genau. Ich habe da gegen den Bullet gespielt, als der hier war, und ja, ich habe das einmal aufgenommen. Und ja, dazu gibt es vielleicht zu sagen, dass wir beide länger kein Halo mehr gespielt hatten. Und dass wir da, dass das eine der ersten Runden war, die wir in Halo 1 jemals gespielt haben, also im Multiplayer. Und ja, es ist vielleicht deswegen nicht ganz so geil. Und der Bullet konnte keinen Bumper Jumper benutzen. Und ja, ich war damals ja noch an die normale Steuerung gewöhnt und ja. Genau, ich Bullet unten, ich oben und ja, genau. So viel zum Gameplay. Und ja, ich wollte heute mal über Halo CE reden. Beziehungsweise über die Halo Custom Edition, was ja auch Halo CE ist, voll das krasse Wortspiel. Also statt Combat Evolved, Custom Edition ist ja voll krass und so, ne? Haben die sich bestimmt fresh überlegt, die Leute da, ne? Nee, auf jeden Fall habe ich ja, wie der eine oder andere schon gemerkt hat, der auf Facebook uns folgt und ja, der letztens diesen Clip gesehen hat, den ich hochgeladen habe, ich ja jetzt Halo CE für PC. Also Halo CE, Commodore Wolf habe ich für PC, können die spielen, aber eigentlich spiele ich da die Custom Edition. Ja? Also die benutzerdefinierte Edition, wenn man so möchte. Hier war übrigens irgendein Spawn-Fail. Wenn man immer direkt vor mir gespawnt ist, sehr mysteriös. Genau, und jetzt wird sich zunächst der eine oder andere von euch fragen, hey, warum bringst du dann kein Gameplay davon? Das wäre doch viel cooler und so. Ja, das mag schon sein, allerdings habe ich da noch kein wirklich cooles Gameplay gespielt und muss da erstmal genauer gucken und so. Das ist alles ein bisschen, ja, mit den Servern und so. Da ein wirklich cooles Gameplay zu finden, was auch von der Länge her passt und so, ist, ja, war mir bisher noch nicht möglich. Und das hier hatte ich halt noch. Ich habe gedacht, hey, benutze das einfach mal, ist doch ganz fresh und so. Genau. Also so viel dazu, warum ich dieses Gameplay hier verwende und, ja. Vielleicht wird sich der ein oder andere von euch auch noch fragen, warum es denn eine Custom Edition gibt und was an der so anders ist als am normalen Halo CE. Ja, also prinzipiell ist halt beides für PC. Halo CE kann man im Multiplayer auch auf dem PC spielen. Allerdings glaube ich, ist da gar nicht mehr so viel los. Und ja, wenn man Halo CE gekauft hat, so wie ich, dann kann man sich die Custom Edition legal downloaden und ist alles legal und ganz toll und bla. Und dann hat man die Custom Edition und das wird noch von mehr Leuten gespielt. Und ja, das ist eigentlich eine ziemlich lustige Sache. Da gibt es halt im Endeffekt benutzerdefinierte Maps. Ja? Also von Usern erstellte Maps und Spielmodi und Server von Leuten und was weiß ich nicht alles. Also ganz viel Scheiß von der Community. Mods kann man da glaube ich auch irgendwie einfügen und reinmachen und Zeugs. Also ganz viel krasser Scheiß. Finde ich auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe da auch noch nicht, bei weitem noch nicht alles im Blick, was es da so gibt. Aber wie gesagt, ziemlich viele Maps. Es gibt da auch so eine Seite, bin mir gerade nicht mehr sicher, wie die heißt. HaloMaps.org oder sowas, glaube ich. Da kann man sich dann halt Maps runterladen und so. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und da gibt es dann halt, keine Ahnung, ziemlich viele coole Maps. Denn wie die meisten von euch, denke ich mal, wissen, gab es die Forge halt erst in Halo 3, also die Schmiede. Und ja, in Halo CE kann man irgendwie Maps erstellen. Und ich weiß auch noch nicht genau wie. Ich habe da auch noch nicht über alles den Überblick, ja. Aber im Prinzip auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache mit den ganzen User-Maps und Mods und was weiß ich. Das ist eigentlich alles ziemlich nice. Und man kann auf jeden Fall auch, ja, das muss ich mal kurz erzählen, man kann das Field of View einstellen eigentlich, ja. Zwar nicht im Game, was irgendwie ein bisschen blöd ist, weil ich dachte, hey, Custom Edition, das ist ja so ein, ja, ziemlich krasses Game und sowieso kann man das nicht im Game einstellen. Egal. Man kann es mit so einem Tool machen, was außerhalb des Games ist. Man öffnet das dann und dann kann man da das Field of View höher und niedriger stellen. So, dann habe ich mir gedacht, hey, machst du das doch mal? Du willst nämlich ein höheres Field of View haben. Du willst mehr sehen, du willst mehr von der Waffe sehen und so weiter und so fort. Dann will ich das machen. Öffne das und dann stelle ich es aus Versehen irgendwie ein bisschen geringer. Das nimmt das Spiel dann an.
So, dann will ich es aber wieder höher stellen. Das nimmt das Spiel dann nicht an. Und dann, jetzt muss ich mit so einem kack-kleinen Field of View spielen. Das ist mega scheiße. Ich hoffe, ich kann das demnächst noch irgendwie ändern, ja, weil, boah, das regt mich irgendwie. Das fuckt mich schon so ein bisschen ab, muss ich sagen. Naja, egal. Weil mit so einem größeren Field of View wäre schon geil. Ich meine, das Field of View ist noch geringer als das, was ihr hier seht. Das muss man sich mal vorstellen. Man sieht nicht mal die ganze Pistole. Das ist richtig krass. Ja, also voll für den Arsch eigentlich. Naja, egal. Gut, das Gameplay ist auch gleich vorbei. Also Halo Custom Edition. Ich werde demnächst nochmal was dazu bringen. Ich werde auch nochmal gucken, dass ich da genauere Infos und so zu krieg. Und ja, wenn die einer von euch hat, dann schreibt das mal in die Kommentare. Vielleicht kann man dann auch vielleicht mal gemeinsam spielen irgendwie. Und ja, das wäre eine ganz lustige Sache. Ja, sonst ist das Gameplay jetzt gleich vorbei und so. Wie gesagt, war eine lustige Angelegenheit, so auch Halo. Ich würde auch gerne mal so eine Halo 1 oder Halo 2 LAN machen, ja. Problem ist, ich kenne nicht so viele Leute, die das haben. Müsste man mal irgendwas organisieren, wäre schon lustig. Naja, egal. So viel dazu, sonst sage ich haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschaußen.